stelle ich Ihnen das Candy Mobile Kinderhandy vor, als einziges Gerät bislang mit dem blauen Engel ausgezeichnet. Es ist sehr einfach in der Bedienung, hat quasi zwei getrennte Menüs. Einmal das Kindermenü und einmal das Menü für die Eltern, in dem alle wichtigen Einstellungen vorgenommen werden, wie SMS-Versand und Rufnummernvergabe. Es lässt sich auch kinderleicht einrichten und nutzen. Alle Einstellungen können bequem am Handy oder mit Hilfe der mitgelieferten PC-Software vorgenommen werden. Es bietet einen kompletten Schutz, laut Hersteller weder Bluetooth noch Kamera, damit auf dem Schulhof keine gefährlichen Videos oder Töne ausgetauscht werden können. Zudem ist es ein guter Schutz gegen die Kostenfallen, die im alltäglichen Handyleben anfallen können. Vorinstalliert auf dem Gerät sind einige Spiele, darunter zum Beispiel die Sims 2. Kann man jetzt hier sehen, ich versuche das gerade mal ein bisschen zu starten. Die Ladezeit geht relativ schnell vonstatten und dann kann es auch schon losgehen. Hier mal ganz deutlich die zwei Menüs zu sehen, das eine Kindermenü, das andere Elternmenü, in dem sie sich erst anmelden müssen durch einen vierstelligen PIN-Code, nicht zu verwechseln mit dem, der auf der SIM-Karte vorhanden ist. Sie müssen also einen zweiten eingeben, bevor Sie ganz einfach durch das Menü navigieren können. Ja, im Lieferumfang enthalten ist ein Schraubenzieher und zwei kleine Schräubchen, mit denen Sie den Deckel schließen können und festschließen können, damit die SIM-Karte nicht getauscht werden kann. Aufgeladen wird das Gerät an der rechten Buchse, die Sie sehen, und hier ist der Mini-USB-Port für die Verbindung zum Computer. Hier sehen Sie nochmal den Lieferumfang des Candy Mobile Kinderhandys. Ebenso im Lieferumfang befindet sich eine Prepaid-SIM-Karte mit 10 Euro Startguthaben. Das war's, ich bedanke mich für Ihr Interesse. Besuchen Sie uns auf www.insenio.com.